Müsli-Mischung selber gemacht und fein aromatisiert mit Stegi. Wie das geht, siehst du im heutigen Rezept von der Patricia. Also, Nussmischung. Ja. Und zwar mit Gewürzli. Ja. Und los. Verschiedene Nüsse, Olivenöl, damit alles zusammen haftet und verschiedene Gewürze. Fertig. Genau. Bis nachher. Das war's, ja. Bis ganz bald. Bye bye. Ciao, ciao. So, wir machen zwei verschiedene Nussmischungen. Eine mit Fleischgewürz und Stickhuspfeffer. Und eine andere so asiatisch mit Curry und scharfe Herdöpfelgewürz. Habe die zwei Schüssel und dann nehme ich die Hälfte in eine. Und ich mache ein bisschen mehr von denen da. Mache ich da Mandel. Ich nehme gerne die Mandel mit der Schale so, mit dem Hütli. Cashewnüsse. Alles nur geröstet, aber ungewürzt, weil Gewürze kommen jetzt. Mache ich Olivenöl, könnte auch ein gutes Rapsöl nehmen. Braucht gar nicht so viel. Machen wir hier die mit Curry. Da habe ich so ein Steady Curry drauf. Man darf ruhig großzügig sein. Und jetzt, vielleicht nicht so großzügig, der ist eben scharf. Scharfe Herdäpfelgewürz. Ich mag ja schon noch ein bisschen scharf verträgen. Aber nachher probieren noch andere Leute da bei uns. Habe ich das einmal hier? Dann machen wir eine jetzt mit Fleischgewürz. Da habe ich ein bisschen weniger Nüsse drin, also mache ich auch weniger Gewürz. Und ein Stück Huspfeffer, dass auch der ein bisschen Pep hat. Wir sind ja würziger. Ich fange an mit dem hier. Nicht, dass ich nachher die Schärfe hier rein mische. Mache ich wirklich sehr gern von Hand. Die Hände sind natürlich vorher gut gewaschen. So kann man wirklich so Gewürze überall verteilen, diese Nüsse. Es riecht schon wunderbar. Dann kann ich gerade mein Backblech dazu nehmen und schön da drauf verteilen. Nehmen die andere schon parat da. Und jetzt machen wir die Curry-scharfe Variante noch. Schön verteilen. Jetzt wasche ich mir nochmal die Hände in den Ofen damit. Jetzt gibt es einen Trick. Ich will, dass sie knusprig werden. Dann lasse ich hier einen Holzlöffel so, dass der Ofen nicht ganz zu ist. Und in ein paar Minuten komme ich wieder. Wir nehmen das raus, lassen abkühlen zum Probieren. Dass wir die Schnorren nicht verbrennen. Und zweitens, damit sie wirklich knusprig werden. Also jetzt ist noch ein bisschen so weich. Und nachher kühlen sie ab und sind schön knusprig. Und wenn es soweit ist, probieren wir dann. Fangst du an? Ich fange an. Ich nehme da eine Mandel. Da haben wir die mit Fleischgewürz, wow, und Schickhutzpfeffer und da mit Curry und scharfe, ja, Herdäpfelgewürz. Rassig, fein, mhm, und ein bisschen indischer Touch da. Mm. Sehr gut. Und auch da mein Erdnüsse, schlimm, kann ich reinlegen, ja, sieht man. Mm. Fein, gell? Mega einfach. Ja. Kommentar freut uns. Macht's gut. Schönen Fernsehabend. Bis nächstes Mal. Ciao miteinander. Oder schöne Wanderung. Ich kann auch so eine Wanderung mitnehmen. Wenn man gut wandern. Ja, oder sonst. Ja, zum Picknicken. Ja. Fein. Fein. Danke vielmals. Gerne. Gut gemacht. Sehr gut. Bye bye. Super. Tschüss. Ciao.